verändert aussieht. Jo, servus Leute. Ja, ihr hört meine Stimme. Meine Stimme ist kein Geheimnis. Ich habe früher auch schon geredet. Was mache ich hier gerade? Ich spiele Basketball. Ich rede. Ich fahre kein Motorrad. Das hat alles einen Grund. Ja, aktuell gibt es eigentlich nicht viel von mir im Internet, außer Motorradvideos geschnitten, ein paar Raw-Videos. Aber wirklich was zu mir als Person gibt es jetzt so nicht. Allerhöchstens in Instagram, Instagram Stories. Da kann man ein bisschen schauen, was ich so mache den ganzen Tag. Mit meinen Katzen chillen, Videos schneiden, essen, kochen, schwimmen, Sport machen. Aber auf YouTube, und es gibt viele Leute, die sind nicht auf Instagram und auch nicht auf Facebook. Den will ich einfach ein bisschen mehr Content liefern, und ich habe halt auch persönlich Bock drauf, weil der Grund ist, es gibt viele Leute, die stellen mich anders dar, als ich bin, und ich möchte euch einfach mal die Möglichkeit geben, dass ich zeigen kann, wie ich vom Typ bin, was ich für ein Typ bin und ja, wie ich einfach drauf bin. Dass man, ja, da bekommt man, denke ich mal, ganz guten Eindruck von mir. Jetzt habe ich viel geredet, jetzt muss man wieder werfen. Der war nix. Ja, und deswegen mache ich das jetzt. Ich hoffe, man versteht mich. Ich rede normal. Es ist das erste Mal, dass ich jetzt hier die Kamera auf dem Kopf habe. Kann sein, dass ich zu leise bin. Kann sein, dass es komplett passt. Ja, ihr merkt, ich bin etwas unkonzentriert. Ja, später werde ich wahrscheinlich kotzen, wenn ich meine Stimme am PC höre. Aber es gibt immer ein erstes Mal, und ich denke, ich werde mich dran gewöhnen. Ihr könnt einfach mal in die Kommentare schreiben, was wollt ihr von mir hören, was wollt ihr sehen, worüber soll ich reden. Okay, jetzt sieht mich einer, das ist ein bisschen peinlich, mit einer Kamera auf dem Kopf. Genau, was wollt ihr sehen von mir? Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich gucke dann, dass ich möglichst häufig und spontan solche Videos bringe, wo ich einfach mal über ein paar Themen rede. Keine Ahnung, ob das was geworden ist. Das war jetzt Glück. Ja, jetzt muss ich aber nochmal nachlegen. In diesem Sinne. Auf Wiedersehen.